Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. In der letzten Zeit habe ich von einigen Leuten, überwiegend Frauen, gehört, dass Wonder Woman einer der besten Filme aller Zeiten sein soll. Wobei ich mir dann eigentlich nur gedacht habe, hey, das ist eine Aussage, bei der ich mich Wonder Woman, weil für mich war das zwar eine gute Performance von Wonder Woman-Darstellerin Gal Gadot, ansonsten war das aber eigentlich eher ein Big-Budget-Bombbuster. Ich fand die Special Effects grauenhaft, ich fand die Story langweilig und der Film hat einfach für seine 2,5 fast Stunden Laufzeit viel zu wenig geboten gehabt. Da lasse ich mir ehrlich gesagt lieber von einem Michael Bay irgendwelche dümmlichen Sprüche um die Ohren watschen in derselben Zeit. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich ein riesengroßer Fan des aktuellen Superhelden-Kinos und habe in mir Hoffnungen, dass man vielleicht mit der Fortsetzung ein bisschen was von den Stärken des ersten Teils hervorheben kann und ein bisschen was von den Schwächen, sagen wir mal, entsorgt. Und vor allem interessiert mich das Thema. Wonder Woman reist quasi zurück in der Zeit. Wir befinden uns im Jahr 1984, wo man natürlich sagen muss, es ist eigentlich eine gewisse Situation von zurück in die Zukunft, weil von unserer Warte aus ist es ja eine Reise in die Zukunft. Aber wenn man bedenkt, dass der erste Teil von Wonder Woman ja eigentlich in den noch länger Herzeiten gespielt hat, dann reist sie eigentlich in die Zukunft. Ich bin eigentlich jetzt schon wieder verwirrt. Aber egal, ich kann ja diese Verwirrung ein bisschen aufarbeiten, wenn ich mir den Film dann wirklich anschaue. Danke eben noch einmal an meinen ganz lieben anonymen Zuschauer, der mir dieses Steelbook in einem Mystery-Paket geschickt hat. Und dabei handelt es sich um das deutsche Blu-ray-Steelbook. Das möchte ich mal gleich mit euch anschauen. Zuerst vielleicht vorher noch ein Blick hier auf das Backcover. Da sehen wir ein Cosplay von Wonder Woman und ich glaube dem neuen Doctor Who. Außerdem ist, Joaquin Phoenix oder der Vater aus Modern Family ganz kurz vorbeigefahren am Set. Aber macht ja nichts. Wir finden dann ein paar weitere Informationen rund um diesen Release. Insbesondere die Tatsache, dass der Film dieses Mal im Gegensatz zu seinem direkten Vorgänger die 2,5-Stunden-Marke wirklich durchbrochen hat. Hey! Aber in diesem Fall, das Blu-ray-Steelbook ist etwas wirklich Geniales. Ich muss ja auch sagen, persönlich hätte ich alleine aufgrund der Bildqualität wahrscheinlich in erster Linie zur 4K-Version gegriffen, wobei, wenn man sich eben bei uns die Steelbooks anschaut, dann bin ich wieder etwas, wie heißt das? Ah ja, angepisst, dass es Warner einfach immer wieder schafft, so bei Filmen wie Birds of Prey von Harley Quinn oder dem neuen Suicide Squad, das ist bei uns eigentlich irgendwie überwiegend generell schaffen, die beschisseneren Steelbook-Motive zum 4K-Steelbook zu machen und die deutlich cooleren Motive für die Blu-ray-only Steelbooks zu reservieren. Deswegen habe ich jetzt eben auch bei Dune, dem 2021er Doom, auf das französische Steelbook zurückgegriffen, wo quasi das beste Motiv, das bei uns das Standard-Steelbook ist, eine 4K plus 3D plus Blu-ray Triple Format Combo ist und trotzdem 10 Euro weniger kostet als unser 4K-Steelbook. Also, warum man es überhaupt kriegt, weil das ist das nächste, was Warner immer relativ interessant schafft aktuell, dass dieselben Steelbooks zwar in Deutschland und anderen Ländern erscheinen, in Deutschland extrem schnell ausverkauft und vor allem sau teuer sind und überall sonst einem eigentlich um teilweise 15 Euro für 2 Wochen altes 4K-Steelbook nachgeworfen werden. Irgendjemand in der Produktplanungsabteilung hat da ein bisschen an. Aber egal, schauen wir zuerst einmal auf das Steelbook hier von W84. Das ist jetzt nicht tatsächlich Gal Gadots eigenes Computerpasswort, sondern das schaut hier eigentlich relativ cool aus, wie so aus einem alten Science-Fiction-Film, wo irgendwelche Fernseher-Verzerrungen zu sehen sind. Aber was ich hier wirklich mag, ist dieses Schüttbild im Hintergrund, dieser coole Farbverlauf, der aussieht wie, als hätte jemand einfach, keine Ahnung, zu viele Acrylfarben übrig gehabt. Aber davor ist Wonder Woman in einem richtig coolen Kostüm, das nämlich vor allem auch mit diesem goldenen Erscheinungsbild hier diesen metallischen Steelbook-Effekt einfach absolut großartig nützt. Und dabei finde ich es eben wirklich genial, wie eben hier diese glitzernden Elemente von ihrer Kleidung dafür eben sorgen, dass der Metallic-Effekt zum Einsatz kommt und der Rest vom Steelbook-Frontcover diese einfach komplett ausspart, sodass sich die hier sehr schön vom restlichen Steelbook-Frontcover abgrenzen. Das ist wirklich wahnsinnig hübsch. Wir
haben dann auf dem Backcover eigentlich nur das Wonder Woman Logo, was aber mit denselben Effekten ausgestattet ist und mir demnach eigentlich auch ganz gut gefällt, weil man kann wirklich nicht sagen, dass dieses Steelbook Backcover irgendwie dezent ist, das ist ja trotzdem relativ knallig und bunt. Unten dann außerdem noch hier bei diesem fetten Cast and Crew Block noch ein bisschen Metallic Effekt eingebaut, aber etwas, das ich für einen Major Release wirklich absolut großartig finde, was man hier wirklich viel zu selten bekommt. Ja, das ist ein durchgehendes Steelbook-Design. Also durchgehend, wenn man natürlich ganz genau hinschaut, also in dem Sinne meine ich 2 Sekunden, merkt man schon, dass das kein durchgehendes Motiv ist, sondern dass Warner einfach hier am Spine das Covermotiv gespiegelt hat, was ja wirklich überhaupt nicht auffällt. Aber es ist natürlich dadurch ein bisschen rückt das im wahrsten Sinne des Wortes in den Hintergrund, weil halt eben das Motiv zumindest auf dem Frontcover doch zu einem großen Teil verdeckt ist. Es fällt halt eben wirklich nur gerade hier bei der Nahtstelle vom Spine dann doch relativ deutlich auf. Aber es stört mich eigentlich gar nicht. Der Farbverlauf ist ziemlich knallig, ziemlich cool. Hier diese Metallic-Effekte sind ebenfalls sehr schön. Das gefällt mir. Drinnen haben wir dann eine ziemlich cool gestaltete Disc eigentlich mit diesem Wonder Woman Logo und eben auch dem Schriftzug und dann hier dieses Motiv, das wir auch bereits schon auf dem Backcover vom Steelbook ganz kurz gesehen haben, eben auf dem Backcoverblatt oben. Das gibt es hier als Innendesign, ist natürlich ein relativ cooles Motiv, weil wir Wonder Woman auf der linken Seite haben können. Wir können hier den anderen Charakter auf der rechten Seite haben dann natürlich dieses Lasso als Verbindung. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Wonder Woman und wer auch immer zum Teufel das ist. Aber wir haben dazu ein bisschen Metallic-Effekte noch dazu. Das Ganze ist halt eben nicht grundiert, nicht irgendwie glossy gedruckt, sondern einfach nur so halt quasi direkt rein. Ist jetzt von der Aufbereitung her was eher Einfaches, aber trotzdem finde ich, ist das ein gelungenes und schickes Steelbook und möchte mich eben an der Stelle noch einmal wirklich, wirklich sehr, sehr für das Mystery-Paket bedanken. Bin sehr gespannt auf den Film, werde mir den sicher irgendwann in der nächsten Zeit auch anschauen und vor allem freue ich mich über das Steelbook, das meiner Meinung nach zwar von der Gestaltung her jetzt nichts Perfektes oder was für die Top-Liste der schönsten Steelbooks des Jahres ist, aber trotzdem eines, das mir persönlich wirklich gut gefällt.